Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Beim heutigen Part werde ich euch alle Attraktionen der Gold Saucer zeigen. Ist also ein ganz lustiger Part heute. Als erstes kann man hier bei diesem Typen hier Gil gegen KP eintauschen, das ist ziemlich praktisch. So, und jetzt habe ich 316 GB. Das reicht auf alle Fälle mal. Tja, und wir sehen uns jetzt an, was wir alles machen können. Als erstes gehen wir gleich hier rein in den Chocobo Racing Square. Bla bla bla. So, mal Goldie eintragen, meinen goldenen Chocobo. So, mein goldener Chocobo ist natürlich voll mit Gemüse aufgetunt. Das heißt, er ist richtig schnell, wie ihr seht. Da haben die anderen Chocobos gar keine Chance. Der ist voll auf Speed. Der Nachteil hier beim Chocobo-Rennen, man muss immer warten, bis die anderen auch im Ziel sind. Das ist ein bisschen doof gemacht, aber mit dreifacher Geschwindigkeit geht es eh ziemlich flott hier so. Zum Schluss bekommt man dann immer Preise. Wenn man hier dann öfters gewinnt, steigt man halt in den Klassen auf und es wird dann immer schwerer und man kann dann immer bessere Preise gewinnen. So, jetzt zeige ich noch die lange Rennbahn. Hey, der weiß jetzt ziemlich schnell, warum. So. Einfach mal sprinten. Goldie hatte viel Ausdauer. Nun ja, es geht so. Einiges an Ausdauer hat er schon. Es gibt hier beim Chocobo-Rennen einen Trick, der funktioniert noch immer. Nämlich wenn man alle vier Schultertasten hält, also L1, L2, R1 und R2, dann sinkt die Ausdauer nicht so schnell, sie erholt sich sogar ganz langsam. Und ja, jetzt kann ich ja allerdings nicht mehr sprinten, sonst ist meine Ausdauer ganz futsch. Aber hier sehe ich schon das Ziel. Und jetzt muss ich aber wieder auf die anderen Chocobos warten. So. Das war's erstmal mit den Chocobo-Rennen. Ich gehe wieder zurück zum ersten Saal. So, in der nächsten Abteilung haben wir jetzt die ganzen Minispiele. So, als erstes haben wir hier... Nee, ich will nicht reden mit dir. Als erstes haben wir hier Arm Wrestling. Ich muss hier einfach ganz oft die Kreistaste drücken. Ich bin ja allerdings ziemlich schlecht. So, hier gibt es ein Basketballspiel. Muss man auch Kreis halten.
Aber ich bin ziemlich schlecht darin. Egal, gehen wir in den nächsten Raum. Dieser ist schon interessanter. Nämlich gibt es hier das G-Bike-Spiel. Das ist ganz cool, das Spiel. Mein Rekord ist 13.800. Ich habe schon eine Runde hier gespielt in der Gold Saucer. Und vielleicht erinnert euch das Spiel daran, als wir aus Midgar geflohen sind. Da war auch dieses Minispiel hier. Nämlich mussten wir die Shinra-Soldaten aufhalten, die uns verfolgt haben. Der einzige Unterschied hier ist einfach, dass zum Schluss nicht zu einem Boss kommt, gegen den wir kämpfen müssen. In der Story ist zum Schluss dann der Boss gekommen, gegen den wir noch kämpfen haben müssen, bevor wir dann aus Midgar rausgegangen sind. Und ja, es ist eigentlich ganz lustig, das Spiel. Ich hoffe, man kann beim Remake auch wieder die ganzen Spiele hier in der Gold Saucer spielen, denn es macht schon Spaß. So, zwischendurch mal etwas anderes zu machen. Mensch, geh weg da! Okay, da ist jetzt das Ziel. Ja, ist eigentlich ganz lustig, dieses Spiel hier. So, hier in der Mitte kann man auch spielen. Nämlich 3D-Kämpfer. Man muss hier verschiedene Knöpfe drücken. Je nachdem, welchen Knopf man drückt, schlägt man woanders hin, entweder ins Gesicht, auf die Brust oder auf die Beine. So, der erste Gegner ist jetzt tot. Aber jetzt kommt der nächste. Oh, ich glaube, ich bin gleich tot. Oder der ist gleich tot, keine Ahnung. Okay, der ist gleich tot. Okay, der ist schon ziemlich stark hier. Okay, jetzt bin ich tot. So, als nächstes spielen wir hier das Mockhaus. Kostet 100 Gil. Das ist ganz cool. Das ist Mocks Haus. Es steht im Mockwald, auf dem Mockberg. Ein neuer Tag im Leben eines Mocks bricht an. Dieses Jahr wird Mock
Bipapopupo, Jahre alt. Aha, okay. Das sind 28 Menschenjahre. In diesem Alter sollte sie sich Mock nach einer Partnerin umsehen. Bevor Mock jedoch erwachsen wird, muss er zunächst fliegen lernen. Obwohl Mock jeden Tag fleißig übt, scheint er immer noch nicht abheben zu können. Oh je. Sieht aus, als muss er noch einiges lernen. Jetzt bist du dran. Hilf Mock zu fliegen, indem du X drückst und Mock mit seiner geliebten Kuponos fütterst. Aber gib ihm nicht zu viel. Wenn er zu dick wird, kann er nicht mehr fliegen. Okay, dann geben wir mal eine. Okay, und man hat gehört, er hat noch immer Hunger. Das heißt, wir müssen ihm noch eine geben. Anscheinend hat er noch immer Hunger, das heißt, wir geben ihm noch eine. Und er hat noch immer Hunger, das heißt, wir müssen noch eine geben. Noch immer Hunger, okay. Dann geben wir noch eine. Okay, jetzt scheint er genug zu haben. Jetzt darf man einfach nichts mehr drücken. Oh, es scheint, Mock will es noch einmal versuchen. Er hat es geschafft, er kann fliegen. Jetzt ist er endlich ein ausgewachsener Mock. Müde und doch entspannt macht unser Mock das Licht schon früh aus und geht ins Bett. Gute Nacht und schlaf gut. Oh, was ist das? Da kommt ein weiblicher Mock. Er mag sie anscheinend auch. Wird Mock vor ihren Augen einen eleganten Flug hinlegen? Hilf ihn mit ein paar Kuponüssen. Okay, dann kriegt er erstmal eine. So, und es ist ganz einfach, man muss hier nur darauf achten, ob er noch Hunger hat oder nicht. Und einfach so lange Nüsse geben, bis er keinen Hunger mehr hat. So, jetzt hat er genug. Jetzt einfach warten, bis er es wieder versucht. Nichts drücken. Und ja. Oh, es scheint, Mock will es noch einmal versuchen. Er fliegt! Mock hat es geschafft! Sie muss ihm in seinen graziösen Flug verfallen sein. Einige Zeit später... Er scheint bei seiner neuen Mock-Freundin gut voranzukommen. Es ist Zeit für eine kleine Verabredung im Wald. Ihr Name ist Mack. Sie ist ein gutmütiger Mock.
Viel Glück euch beiden, Mock und Mack. Mögt ihr viele gesunde Mocks bekommen. Da, oh Mann, das sind viele kleine Mocks. Das ist kein Problem, glaube ich. Und das ist das Ende. So, das war das Mockhaus. Dann gibt es hier noch das U-Boot und Snowboarding. Ich werde jetzt als nächstes einfach snowboarden. So, Snowboarden kennt ihr vielleicht auch schon aus meinem Let's Play. Nämlich mussten wir hier in den Gletscher runterfahren. Und ich habe bis jetzt noch nicht genug gewusst, wie wir hier schneiden können. Und ich habe jetzt gelesen, R1 und Richtungstaste, dann kann man schneiden. Das ist sehr schön. Somit ist es jetzt auch einfacher hier, um die Kurven zu fahren. Wow. Ich habe nicht mehr gewusst, dass man mit R1 dann so schneiden kann. Aber ich bin trotzdem ziemlich schlecht. Was soll's? Geht nur um den Spaß. Ach, meine Ohren. Das war eine gefährliche Kurve. Geht weg da. Da sind lauter Mogris hier dabei. Lass mich in Ruhe, Mensch! So. Oh Mann. Autsch. Hat leider nicht funktioniert, dass ich den Luftballon jetzt hier noch kriege. Hat nicht sein wollen. So, 71 von 100 Punkte ist gar nicht mal so schlecht, ne? So, und jetzt gibt es da noch das U-Boot-Spiel. Wir machen einfach Stufe 1. So, und hier geht es jetzt wieder darum, das feindliche U-Boot abzuschießen. Und ich habe eben keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Aber okay, ne? Ah, genau so. So kann man nach vorne fahren. Irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr, wie man schießen tut. Hier ist das gegnerische Schiff. So, wie schieße ich jetzt? Ah, okay, auf Viereck. Okay, ich werde bombardiert hier. Steuerung von dem Spiel ist nicht ganz so benutzerfreundlich. Aber es geht.
So, irgendwo muss jetzt noch ein Schiff sein, aber ich weiß nicht wo. Also ein U-Boot. Ein feindliches muss noch irgendwo sein. Hier unten? Nee, oder? Was ist da los? Ich will wieder nach unten, verdammt. So, irgendwo muss noch hier etwas sein. Ah, hier drüben sind sie noch. So, wo sind noch welche? Hier drüben, okay. Hier ist eines. Hier drüben war eins, oder? War hier eins? Ja, hier irgendwo war eins. So, irgendwo ist noch eines. Eines ist noch irgendwo. Aber wo? Okay, ich fahre hier irgendwo rein. Irgendwo gibt es noch ein feindliches U-Boot. Aha, hier drüben. Wo ist das jetzt? Da sind sie. Was, noch eins? Echt jetzt? Ich habe keins mehr gesehen. Hier drüben? Oh, ich bin irgendwo reingefahren in eine dieser Minen. Aber irgendwo muss noch so ein feindliches U-Boot sein. Hier drüben, ist das ein feindliches? Ich glaube. Ja, komm schon. Okay, die Zeit ist abgelaufen. 8 von 10 Zielen habe ich geschafft. Und ja, war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Somit sind wir hier in diesem Raum fertig. So, und ich gehe wieder hier zurück. Und im nächsten Bereich gibt es hier die Kampfarena. Die kennt ihr ja schon vom vorigen Part. Die muss ich jetzt nicht mehr zeigen. Als nächstes haben wir dann hier das Hotel. Da kann man nicht spielen, das ist einfach nur das Hotel. Willkommen! Egal was auch passieren mag, das Geisterhotel wird immer in Geschäft bleiben. Puh. Willst du ein Zimmer? Komm zum Empfang. Also hier kann man einfach nur eine Runde schlafen. Das ist unser beliebtester Mitarbeiter, Mr. Hangman. Willkommen. 5 GB pro Nacht. Okay. Zahlen wir einfach mal. Ja, und hier gibt es eigentlich nichts viel zu tun. Außer hier, Mr. Hangman, willkommen. Hier kann man einfach nur ein paar Objekte kaufen und das war's. Dann gehen wir wieder zurück ins Stadion. Als nächstes gibt es hier, das ist leider kaputt, okay. Hier hatten wir das Tape mit Tifa. Dann gibt es noch den Event Score. Da haben wir bei einer Aufführung mitgemacht, als wir das Tape mit Tifa hatten. So, und zu guter Letzt gibt es dann noch hier eine Achterbahn. Hier geht's zur Anmeldung, mein Herr. Ja, ich komme ja schon rüber. Wir müssen natürlich wieder GB bezahlen. 10 GB müssen wir zahlen. So, und nämlich können wir hier schießen mit der Kreistaste. Und je nachdem, was wir alles abschießen, bekommen wir Punkte. Je länger wir oben bleiben auf der Taste, desto schwächer wird der Strahl.
Und ja, je nachdem wie viele Punkte wir haben, können wir dann auch Sachen gewinnen. Aber ich sag's gleich, ich bin nicht besonders gut bei dem Spiel. Bin ziemlich schlecht. Bei dem Spiel bin ich wirklich schlecht. Das geht so schnell und die Dinger hier erwischen, das ist nicht so einfach, finde ich. Genau, die Kaktusse kann ich abschießen. Ich bin ziemlich schlecht bei dem Spiel, das geht alles so schnell. Ich bin echt schlecht. Verdammt. So. Verdammt. Sterne! Sterne! Die Sterne sind ja noch ziemlich einfach zu kriegen hier. So, hier kann man irgendwie die Eiszapfen, die runterfallen, abschießen. So, die Ballons sind auch ziemlich einfach zu treffen. So, mein Schuss ist schon ganz schwach, weil ich so lange hier schon geschossen habe. Oh Mann, ich erwische gar nichts. So, und jetzt kommt hier der Boss. Ich habe auch nicht geschafft, den Boss hier zu treffen. Der hätte 1000 Punkte gebracht, aber ich habe einfach die falsche Taktik dafür. Das kann man, glaube ich, nicht abschießen. Naja, ab 3000 Punkte bekommt man was, ja. So, Leute. Das war's mit der Gold-Sauser-Folge. Habe ich euch so ziemlich alles gezeigt, was man machen kann. Beim nächsten Part geht es dann auch schon weiter im Nordkrater. Nämlich unten im Nordkrater gibt es eine sehr gute Stelle zum Materia trainieren. Und ja, da werde ich dann beim nächsten Part hinabsteigen. Und bevor ich das mache, hole ich mir aber noch hier die Zweifach-Aufruf-Substanz. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Macht's gut und ciao.